Eine der Wachen schraubt an dem Truck herum. Jetzt nicht. Zuerst muss ich mich um die Wachen kümmern. Treffer. Ich sehe nichts Interessantes. So langsam schieße ich mich warm. Nichts wie raus hier. Ich mache mich hier doch lächerlich. Alles wieder ruhig. Ganz schön leichtsinnig, die Mafiosi. Das war's dann auch für dich. Okay, das waren scheinbar alle Wachen. Jetzt kann ich mich hier gefahrlos bewegen, bis die Ablösung kommt. Ein moderner Schneidbrenner. Ein moderner Schneidbrenner. Hey, die Fahrertür ist nicht abgeschlossen. Was liegt denn hier? Das ist eine sündhaft teure Endoskopiekamera, die nehme ich mit. Offensichtlich ist das die Tankverkleidung. Wiegt nicht viel, diese Verkleidung. Da ist eine Plakette dran, dass der Tank mit einem Ethanolgemisch betankt werden muss. Nichts Besonderes bei älteren Trucks. Der Tank scheint voll zu sein. Das ist eine medizinische Kamera. Wer weiß, in welche Körperöffnung der Kamerakopf eingeführt werden soll. Das Gerät ist zwar eigentlich viel zu hochwertig für eine lächerliche Tankinspektion, aber es ist ja nicht mein Geld. Was ist das? Näher ran. Ah, jetzt.
Das ist ein Einbau im Tank, der da garantiert nicht hingehört. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sich da jemand ein Versteck geschaffen hat. Mit dem Schlauch im Tank könnte ich den Sprit ablassen. Nicht, dass ich dazu große Lust hätte. Oh Mann, das ist widerwärtig. Der Tank dürfte jetzt leer sein. Die Gase im Tank dürften sich auch ziemlich bald verflüchtigt haben. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich den Tank aufschweiße. Nettes Loch, groß genug, um hineinzugreifen. Mal schauen, was sich da so finden lässt. Ich komme mit der Hand dran. Da ist ein Verschluss. Ich kann ihn öffnen. Na, was haben wir denn da? Genau das habe ich gesucht. Ein Ident-Tipp, mit dem man ganze Identitäten lesen, schreiben und speichern kann. Das perfekte Werkzeug für Identitätsdiebstahl. Moment mal. Ja? Boah. Wo ist meine Brieftasche, Kerl? Ich habe genau gesehen, dass du die ganze Zeit hier herumgelungert hast. Du hast mich beklaut, gib es zu. Peinlich vor deinen Kollegen, wenn man die Brieftasche geklaut bekommt, was? Sei still. Das hat doch keiner mitbekommen, hoffe ich. Wenn dein Boss davon Wind kriegt, dass du dich so ausnehmen lässt, wirst du nur noch zum Toilettenwischen eingesetzt. Mein Boss würde mich niemals für so etwas heranziehen, das kannst du mir glauben. Vermutlich hast du recht. Dein Boss kann zugeschissene Toiletten sicher nicht leiden. Make my day, Chinamann. Ich glaube, hier sollte ich mich besser nicht mehr blicken lassen. Lange nicht gesehen, Jake. Was darf es sein? Ich habe dir einen speziellen Fingertipp mitgebracht. Den solltest du demnächst mal für mich benutzen. Aha, speziell ist das Ding also. Sieht auch so aus. Wir machen doch hier nichts Illegales, oder? Mach dir darüber mal keine Gedanken. Du sollst damit nur meine Kollegin Isabel abkassieren, wenn sie das nächste Mal hier bezahlt. Über den Zweck der ganzen Sache sollte ich wohl besser nicht nachdenken. Naja, du hast das Scan-Device reparieren lassen. Ich denke, dafür schulde ich dir was. Guter Junge. Ich muss dann wieder los. Bis dann. Was gibt es, Jake? Wir sollten mal wieder was zusammen machen. Wie wär's, wenn wir uns morgen Abend bei Fat Frenzy treffen? Du willst mit mir ausgehen? Naja, ausgehen ist vielleicht etwas viel des Guten. Ich dachte eher an einen Drink oder zwei. Wir sollten mal ein paar Dinge in Ruhe besprechen. Verstehe. Na gut, morgen Abend, ja? Ich werde da sein. Bis später. Thank you.
Meine geschätzte Kollegin Isabel. Wahrscheinlich denkt sie gerade wieder darüber nach, wie sie ihre Quote noch weiter verbessern kann. Also gut, Jake, da wären wir. Dann leg mal los. Ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Privat und beruflich läuft es im Augenblick nicht wirklich gut bei mir. Das weiß ich, Jake. Aber du kannst Annie nicht ewig nachtrauern. Sie ist tot. Und nichts wird das ändern. Ich weiß. Aber weißt du, was mir am meisten zu schaffen macht? Die Art, wie sie sterben musste. Ich meine, du musst doch verstehen, dass ich irgendwie in einer Sinnkrise stecke. Ja, das verstehe ich. Aber sieh es mal so. Sie wurde zwar von Polizisten getötet, aber sie starb nicht umsonst. Wäre sie bei der Verhaftung dieses Junkies nicht dazwischen gegangen, bevor unsere lieben Kollegen ihn einfach abknallen wollten, dann wäre der Junge jetzt tot und niemand hätte der Fall interessiert. Ja, ich weiß. Was sie getan hat, war sehr mutig. Sie hat für ihre Überzeugungen gelebt und ist auch für sie gestorben. Und das solltest du auch tun, Jake. Du bist Cop und zumindest früher warst du ein verdammt guter. Lass dir deine Überzeugung nicht nehmen, weil ein paar Kranke, die inzwischen lange suspendiert sind, unbedingt Selbstjustiz üben wollten. Wahrscheinlich hast du recht. Ach, danke, Isabel. Lass uns jetzt über was anderes sprechen, sonst bestelle ich mir gleich einen Scotch. Und das wäre sicherlich keine gute Idee. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil du wegen mir Ärger mit Edward hattest. Du weißt schon, wegen dem Mädchen, das gesprungen ist. Geschenkt. Es war dir wichtig, also habe ich's gemacht. Wir wussten aber wohl beide, dass das nichts bringen würde, oder? Im Grunde ja. Es kotzt mich halt einfach an, dass Fälle wie dieser, bei denen die Opfer nicht zu den oberen 10.000 gehören, einfach übergangen werden. Und es war nicht nur einfach Selbstmord, das weiß ich. Wie du meinst, Jake. Zumindest für Edward ist die Sache aber erledigt. Und ich glaube kaum, dass du ihn überzeugen wirst, die Sache nochmal anzufassen. Ich denke, du nimmst deine Karriere lächerlich ernst. Du hast so viel Angst, Fehler zu machen, dass du überhaupt nicht mehr eigenständig denkst. Was soll denn das jetzt? Geht es wieder um das Mädchen, das aus deinem Fenster gesprungen ist? Weil ich Edward nicht von selbst angerufen habe? Das ist doch Schwachsinn, Jake. Ich weiß einfach, wie das System funktioniert und habe mich damit abgefunden. Im Gegensatz zu dir. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht manchmal darüber nachdenkst, ob wir unseren Job überhaupt noch so machen können, wie es eigentlich sein sollte. Im Gegensatz zu dir kann ich mir zu viel Nachdenken nicht leisten, Jake. Ich habe eine Familie und ich bin darauf angewiesen, dass ich am Monatsende einen Scheck bekomme. Und die Summe, die da draufsteht, muss schon einige Stellen haben, damit ich über die Runden komme. Hör zu, Jake. Ich muss jetzt los. Die Drinks übernehme ich. Sieh zu, dass du wieder klarkommst. Und zwar bald. Ich bin mir sicher, dass sich Edward das nicht mehr lange mit dir anschauen wird. Mach's gut. Ein Ident-Tipp, mit dem man ganze Identitäten lesen, schreiben und speichern kann. Das perfekte Werkzeug für Identitätsdiebstahl. Auf dem Ident-Tipp ist Isabels ID gespeichert. Auf dem Daumenchip in Roses Daumen dürfte ihre ID gespeichert sein. Jetzt gehört der Daumen nicht mehr zu Rose, sondern zu Isabel. Gut, dass beide nichts davon wissen. Thank you.